News und Talks für Gebildete. Wir beginnen mit Le Floyd. Er regt sich schrecklich auf über den Pharma-Skandal, dass da also wieder irgendwelche Leute im Medizinkontext betrogen haben mit Krebsmedikamenten und so weiter. Und sozusagen die Frage, in welcher unrealistischen Welt lebt Le Floyd? Dieses bisschen Betrügen und so ein paar Millionen abschöpfen und so weiter aus dem Gesundheitssystem ist doch sozusagen der minimalste Schaden. Der richtige Schaden ist doch viel gewaltiger. Und zwar sind es doch die Evolutionsverläufe. Ich muss nochmal, also Le Floyd gehört also auch zu denen, die also erst einmal hier keine wissenschaftliche Ahnung haben. Das heißt, ich unterstelle erst einmal, also Le Floyd argumentiert halt auch aus einer antiwissenschaftlichen Perspektive. Also ich unterstelle mal, dass er Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton immerhin so weit akzeptiert, dass er kein Flacherdler ist. Das ist ja schon mal positiv, ja. Aber leider das Problem, das die meisten halt haben, ist, dass sie Gregor Mendel, Wallace und Darwin nicht akzeptieren und nicht berücksichtigen und sozusagen insofern kreationistisch oder in anderer Hinsicht abergläubisch antiwissenschaftlich sind. Und deswegen ist Le Floyd quasi ein naiver Befürworter der sozialen Marktwirtschaft, ein naiver Befürworter, und er sollte unbedingt auf der Startseite der zweiten Scientists for Future 2, Link unten in der Infobox, sollte er unbedingt runterscrollen zum Gesundheitssystem und sich mal klar machen, worum es im Gesundheitssystem, wie die Evolutionsverläufe im Gesundheitssystem tatsächlich sind. Und ich versuche es nur mal ganz kurz zu machen. Ich will ja nicht immer alle anderen Videos wiederholen. Ihr müsst also, liebe Zuhörer, Sie müssen schon all die anderen Videos auch schauen in den beiden Playlists von News und Talks für Gebildete. 1 und 2 müssen Sie schon alle Videos schauen. Aber ich wiederhole es nochmal ganz kurz, weil es ja hoffentlich dann noch nicht langweilig wird. Der erste Schamane hier, der, sagen wir mal, der tausendste Schamane der Evolution vor langer, langer Zeit, erfindet einen Trank. Und dieser, sagen wir hier, diese drei verschiedenen Schamanen, der eine Schamane erfindet einen Trank, von dem er glaubt, er würde Krankheit heilen. In Wirklichkeit hat er nur eine schmerzdämpfende Wirkung, also eine nervenbahnenbetäubende Wirkung. Und die eigentliche Krankheit wird nicht behoben. Und vielleicht hat der Patient dann, wenn er über die Schmerzphase hinweg ist, wieder mal ein paar Wochen Ruhe, erlebt das als Heilung, da die Ursache der Krankheit aber nicht behoben ist. Hat er allerdings danach immer wieder Krankheitserscheinungen und ruft den Heiler immer wieder. Und der verdient sehr gut dabei. Ja? Während ein anderer Heiler hier bei der Wahrheit bleibt und sagt, nein, hier, du hast vom Händler ungesunde Nahrung gekauft und die macht dich krank und die musst du weglassen. Du darfst diesen ungesunden Händlerschrott nicht mehr kaufen. Und dann wirst du gesund sozusagen. Und jetzt ist natürlich dieses Bild hier leider dafür nicht geeignet. Da müssen wir doch auf das andere Bild besser zurückgehen. Dieses Bild ist besser geeignet, denn hier sehen wir den wahrheitsmäßigen Schamanen, der also sozusagen eine Lebensstilmedizin macht und eben dem Patienten ganz klar macht, dass er sich vom Händler hat vergiften lassen
Und dass er mit dieser Vergiftung, durch Ernährungsvergiftung aufhören muss, wenn er gesund werden will, ja, sozusagen. Und dieser hat dann natürlich unheimlich, der Kunde wird gesund, braucht ihn nie wieder. Und im jetzigen sozial-marktwirtschaftlichen kapitalistischen System kann er, macht er keinen Umsatz, geht im Prinzip entweder pleite oder hinterlässt auf jeden Fall wenige Kinder oder immer nur ein Kind und kann sich nicht ausbreiten. Und der Strang der Wahrheit hat in der sozialen Marktwirtschaft keine Überlebenschance. Während der andere Märchenerzähler hier, von dem ich eben gesagt habe, dass er sozusagen diesen Heiltrank, diesen vermeintlichen Heiltrank, diesen schmerzdämpfenden Heiltrank entwickelt, der nur die Symptome unterdrückt, solange bis dann vielleicht der Schub, der Krankheitsschub, so mal wieder nach dem Motto einer Spontanremission vorbei ist. Und dann kommt aber diese Krankheit wieder zum Vorschein und dann ruft man, weil es ja früher gut geholfen hat, wieder diesen Heiler, weil er ja scheinbar geholfen hat, durch seinen täuschendes seinen Schmerzmitteltrank sozusagen. Und der hat immer guten Umsatz, kann deswegen zwei Kinder ernähren. Dadurch entstehen also Filialen. Das eine Kind wird wieder abtrünnig und klärt auf über gesunde Ernährung und Lebensstilmedizin und schon stirbt es wieder aus in der sozialen Marktwirtschaft oder im Kapitalismus. Aber das andere Kind bleibt stramm bei dem Heiltrank und bei der Schmerzdämpfung, ja, bei der symptombekämpfenden Medizin, ja, sozusagen, wie wir sie heute in der Schulmedizin haben. Und er kann in der nächsten Generation sogar drei Kinder ernähren. Und dadurch entsteht quasi ein schulmedizinisches Imperium, ja, das auf Irrtum aufgebaut ist. Und er glaubt, alle Beteiligten glauben ja, dass der Heiltrank wirklich die Krankheit behandeln und heilen würde. Und dann entsteht ein Imperium von Leuten, die in der Unwahrheit leben und behandeln und dabei Millionen Menschen umbringen. Ich darf noch mal daran erinnern hier, wo ist diese Seite? Moment. Mal gucken, vielleicht hier, ja. Ich darf nochmal erwähnen hier, Gesundheitssystem, ja. Also nur noch mal kurz erwähnen, was der Allgemeine Patientenverband dazu sagt, zu unserem Gesundheitswesen. Ja, schade, kriege ich jetzt nicht weiter nach links geschoben. Ich lese es mal vor. Der Arzt Christian Zimmermann schreibt die Wahrheit. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Und Le Floyd ist dagegen ein naiver, gläubiger, sozusagen der sozialen Marktwirtschaft, völlig antiwissenschaftlich, unwissenschaftlich, pseudowissenschaftlich seine Argumentationsebene. Wer das weiß, wie schrecklich die soziale Marktwirtschaft hier in Wirklichkeit, wie was für ein Horrorsystem unser Gesundheitssystem ist und wie viele Menschen es umbringt und ohne böse Absicht, also aus Irrtümern heraus sozusagen umbringt, der kann doch nur schmunzeln über lächerliche 8 Millionen Schaden durch Krebsmedikamente und würde sich darüber nie aufregen. Also Le Floyd verrät seine antiwissenschaftliche Sozialmarktwirtschaftshörigkeit durch solch eine naive Äußerung. Auch, dass er sich über Kindersklaven aufregt, also über Kinder, die was irgendwelche Rohstoffe erarbeiten und so weiter. Also was ist denn bitte schön die soziale Marktwirtschaft mit ihren Evolutionsverläufen, in denen quasi jeder Irrtum, der Gewinne bringt, sozusagen, sich ausbreitet und riesige Geschäfte ermöglicht. Das ist ja das Wesen der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des kapitalistischen. Und es ist doch ganz selbstverständlich, dass dieses grundsätzlich über Leichen geht und natürlich alle Menschen versklavt und alle Kinder auch zu Kindersklaven macht. Also das zeigt auch wieder,
dass er, wie kann man sich darüber aufregen? Das ist der Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft, dass sie alle Menschen versklavt. Ganz richtig regt sich LeFloid auf über den mangelnden Datenschutz bei Greta. Natürlich darf die Bahn nicht verraten, ob Greta eine Karte gekauft hat oder nicht und so weiter. Also das gehört eigentlich unter Datenschutz. Aber das ist das Schlimme in Deutschland, dass also die Menschen diskriminiert werden nach dem Alter und die Daten nicht von vielen Verbänden und so weiter. Dass also eigentlich wir brauchen vollständigen Datenschutz, besonders wenn wir dann auch später wo ist es denn, die Wohlfühlnote, ich suche es gerade hier, wenn wir zum Beispiel statistisch echte Wissenschaft rund um die statistischen Bundesämter und die statistischen Landesämter sozusagen machen und die Wohlfühlnoten erhoben werden und die Gesundheitskosten erhoben werden und das muss alles anonymisiert werden, das muss mit maximalem Datenschutz geschehen und Deutschland ist bis jetzt eine Datenschutzwüste, also da müssen wir dann ganz führend werden im Datenschutz. Aber das kriegen wir hin. Ne? Ja, so viel zu den Irrwegen von LeFloid. Also zusammengefasst, er ist also verrät, dass er ein Naivgläubiger der sozialen Marktwirtschaft ist. Und wer das ist, ist antiwissenschaftlich. Ja? So, zum nächsten Antiwissenschaftler. Genau das Gleiche gilt für den YouTuber Olli, wie man es auch ausspricht, aus der Region Köln. Er demonstriert als erstes in seinem neuen Video seine Fleischsucht. Ja, dazu ist zu sagen, wenn jemand genetisch ein Löwe ist oder ein Tiger ist, dann wäre ich der Letzte als Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler würde niemals ihm in irgendeiner Weise sein Fleisch wegnehmen wollen, denn Tiger und Löwen sind nun mal so, dass sie davon offensichtlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Tiger, wenn er jetzt plötzlich überwiegend Pflanzen isst, dass er damit wirklich leben könnte, weil ich gehe schon mal davon aus, dass evolutionsbiologisch es zu einer Anpassung auch an den Frischfleischkonsum sozusagen gekommen ist. Ein Naturwissenschaftler würde natürlich niemals einer Art etwas wegnehmen, was sie braucht. Nur es bestehen halt große Bedenken, ob der Mensch tatsächlich ein Löwe oder ein Tiger ist, sozusagen. Und deswegen gibt es halt leider viele wissenschaftliche Hinweise dafür, dass es sein könnte, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, dass Fleisch uns wirklich überwiegend krank macht und Krebs erzeugt. Und von daher ist also da Olli natürlich auch wieder völlig unrealistisch. Dann muss man dazu sagen, dann regt er sich auf über Merkel und ihre nichtssagenden Äußerungen und so weiter. Was erwartet er von einem politischen System? Also diese Überforderung, das ist ja auch bei Fridays for Future und bei, wo ist es hier, Moment, ich muss mal schauen, ob ich es gerade sehe, ja hier Greta Thunberg, ja, die ja sozusagen diese naive Erwartung an die Politik, dass die irgendetwas tun könnte und irgendetwas Konstruktives tun könnte. Nein, der Fehler liegt in dem Aberglauben auch eines Ullis und so weiter an die soziale Marktwirtschaft und an den Kapitalismus sozusagen, denn der kann nicht anders. Denn was geschieht, ich bin gerade hier, jetzt habe ich das, ja, jetzt bin ich wieder hier, wo ich wohin wollte. Also nochmal deutlich machen, warum ist Ollis Aufregung über Merkel völlig antiwissenschaftlich? Wenn es so ist, dass sozusagen der Unternehmer, also jetzt ein Pharmakonzern, der also diesen Heiltrank entwickelt zum Beispiel. Jetzt gehe ich mal weg vom Schamanen und übertrage das mal auf die moderne Form. Da machen ja in erster Linie die Pharmakonzerne die Medikamentenentwicklung. Ja?
Und wenn jetzt ein Pharmakonzern quasi den Irrtum entwickelt, dass sein Medikament positiv sei, in Wirklichkeit aber eben für die Menschen extrem schädlich ist, sie extrem vergiftet. Mir fällt gerade spontan ein, zum Beispiel gibt es neue Pillen für die Frau, also Empfängnisverhütungspillen für die Frauen, die bestimmte schwere Krankheits-, zum Beispiel Schlaganfälle, sehr stark begünstigen. Ja? Gut, aber der Pharmakonzern natürlich selbst ist in dem Irrtum, dass das nicht der Fall sei, sondern dass diese Pille harmlos sei. Ja? Und jetzt ist es so, dass natürlich solch eine Firma, die also ja quasi letztendlich die Bevölkerung vergiftet, die braucht jetzt natürlich eine Politik, die nicht gegen die Vergiftung der Bevölkerung blockiert, sondern die muss jetzt Lobbyisten losschicken, die dann einen großen, mit viel Geld, einen großen Einfluss auf die Politik ausüben, damit die Politik eben ist, also der Wesenskern des Lobbyismus ist immer darum, etwas Schädliches für die Bevölkerung durchzudrücken bei der Politik, damit ein Konzern oder eine Firma oder irgendein Unternehmen, das Gewinne macht auf Basis der Schädigung der Bevölkerung, daran nicht gehindert wird. Es geht also immer darum, dass Lobbyismus ist immer eine Tätigkeit, wo es darum geht, die Masse der Menschen zu schädigen, damit ein einzelnes Unternehmen Gewinne durch Schädigung der Bevölkerung weitermachen kann. Und was soll bitte denn schön die Politik leisten, wenn sie quasi, da jeder Mensch immer käuflich ist und es nur eine Frage des Preises ist, ist sozusagen letztendlich vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich überlege gerade selbst, ich wäre sehr schwer käuflich. Also es gibt schon vielleicht Ausnahmen, aber 99% aller Menschen dürften käuflich sein. Und dass also, wenn wir die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus nicht beenden, dann lastet auf der Politik ein so immenser Lobbyistendruck, dass sich niemand aus der politischen Kaste auf Dauer diesem Druck, diesen Verlockungen und diesem Druck entziehen kann, sodass selbstverständlich die Wirtschaft das Land regiert und nicht die Politik. Also wir haben, wenn wir sagen, dass Deutschland von drei Kräften regiert wird, von den Lobbyisten, von den Medien, den Großmedien und den Politikern, dann haben sicherlich die Politiker daran am allerwenigsten Bedeutung, denn die Lobbyisten machen den Riesenteil aus. Und einen großen Teil, weil sie über Millionen Menschen erreichen können, machen die Großmedien, die allerdings zum Glück im Moment relativ gesellschaftskritisch sind und eben eigentlich offen sind für das Thema der endlichen Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Aber jetzt, also der Fehler von Olli war wieder der gleiche wie bei Le Floyd, dieser naive Glaube an eine funktionierende Demokratie in einer innerhalb der teuflischen sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Das geht nicht. Innerhalb des Kapitalismus kann es keine Demokratie geben. Ja? So. Dann die CO2-Steuer, das spricht er zu Recht an, dass das natürlich ein großes Problem ist. Denn dass dort Menschen auf dem Lande zum Beispiel sozusagen dann einfach finanziell belastet werden und in die Knie gezwungen werden, da hat er natürlich recht. Vor allem, weil ja auch diese Rückzahlung, wenn sie denn überhaupt käme, die ja von den Grünen vorgeschlagen wurde, dass also Habeck hat ja gesagt, auf den Kopf des einzelnen Bürgers müssen die Einnahmen der CO2-Steuer wieder zurückgegeben werden, sozusagen, damit nur mehr eine Lenkwirkung entfaltet wird, aber keine
sozusagen, wie sagt man, keine Belastung der Bürger geschieht. Da kann ich dem Olli sagen, deswegen müsste er sich jetzt mal anfangen, zum ersten Mal mit Wahrheit und Wissenschaft zu beschäftigen, anstatt nur seine Unwahrheiten immer wieder rauszuhauen. Die zweiten Scientists for Future 2 haben ja angeboten, mit ihrem Lösungsmodell, dass sie sozusagen zum Beispiel monatlich zum ersten des Monats an die Familien auf dem Lande zum Beispiel 300, 400 €, was auch immer nötig ist, zu überweisen, damit die eben die Spritkosten, also damit die sich nicht finanziell geschädigt fühlen, sondern mitgenommen werden. Und der Unterschied ist, die Regierung oder die Politik hat gesprochen von vielleicht 100 € pro Jahr. Das wären also im Monat noch nicht mal 10 €, während die zweiten Scientists for Future 2 sagen, nein, wir können so großzügig sein, am ersten des Monats pro Monat vielleicht 300, 400 € zu überweisen, denn das wären ja die realen Spriterhöhungskosten bei einer wirklich nennenswerten hohen CO2-Steuer. Und das könnten wir uns leisten, weil wir ja durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, also quasi die dazugehörige Geldverschwendung ja beenden. Und das sind ja Milliardenbeträge pro Jahr. Die Professoren schätzen ja, dass einzelne der Professoren schätzen ja, dass wir da bis zu 500 Milliarden pro Jahr gerade im Moment zum Fenster raus wirtschaften, so, rauswerfen. Und diese 500 Milliarden pro Jahr wollen ja die zweiten Scientists for Future 2 sozusagen wieder als volkswirtschaftlichen Gesamtgewinn in Deutschland erzielen durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft. Und diese 500 Milliarden plus erlauben uns natürlich ganz locker auf dem Lande jeden 300 oder 400 € im Monat zu überweisen als Ausgleich. Und dann kann sich die Lenkungswirkung entfalten, weil es wird in trotzdem wehtun, mit diesen 400 € im Monat wirklich an die Tankstelle zu fahren und dort wirklich das teure Geld, das große Geld, 300, 400 € wirklich in den Tank zu versenken, anstatt sich vielleicht zu überlegen, ob man nicht doch mal bei schönem Wetter mit dem Elektrofahrrad zur Bahn fährt und dann auf diesem Wege zur Arbeit kommt und so weiter. Ja? Und ob man nicht doch überlegt, ob es nicht CO2 ärmere oder freiere Alternativen gibt und so weiter. Das wäre dann die Lenkwirkung. Also das heißt, Olli, also wissenschaftlich ist es so, dass nur die zweiten Scientists for Future 2 in der Lage wären, wirklich ein faires Umgehen mit den Bürgern zu machen, im Rahmen einer sogar drastischen CO2-Steuer. So, KenFM, der nächste, leider wieder, KenFM, habe ich ja schon in anderen Videos gesagt, natürlich auch ein völlig antiwissenschaftlicher, unwissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Denker. Die Sendung zur Überbevölkerung war kurz gesagt, eine große Enttäuschung, weil solche entscheidenden Fragen noch nicht mal gestellt wurden. Solche entscheidenden Fragen wie: Wie schaffen es hochentwickelte Säugetiere wie Bonobos oder Schimpansen oder Gorillas, dass wir dort keinerlei Erscheinungen einer Massenüberbevölkerung sehen? Wie sozusagen greift bei denen ein ungehemmtes, ungehindertes Stillverhalten über viele Jahre hinweg sozusagen oder führt dazu, dass eben damit ein Signal da ist, es ist schon ein Kind da, es ist kein Platz für ein neues Kind da. Und wie schafft es so, eine hochentwickelte Säugetierart sozusagen zuverlässig eine Massenüberbevölkerung
zu vermeiden und nur ganz behutsam sich auszubreiten? Und wieso versagt im Rahmen der sozialen Marktwirtschaften und im Rahmen des Kapitalismus jegliche natürliche Geburtenkontrolle sozusagen? Und wieso sollen wir plötzlich auf Verhütungsmittel irgendeiner kapitalistischen Industrie angewiesen sein, die uns vielleicht noch, wenn sie chemisch ist, noch krank macht und vergiftet? Ich habe gerade die krankmachenden Pillen, Schlaganfall erzeugenden Pillen angesprochen gehabt und so weiter. Also das heißt, alle entscheidenden Fragen wurden ich habe es nur durchgescannt, ich hoffe, ich habe nichts überhört, aber meines Wissens in diesem Video nicht angesprochen. Also die Schlüsselfragen sind: Was hatte in der Natur vor 400.000 Jahren der Mensch für Möglichkeiten, eigentlich eine Massenüberbevölkerung zu verhindern? Und wie hat die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus diese Möglichkeiten weggenommen? Und nur durch Beendigung der sozialen Marktwirtschaft können wir diese Möglichkeiten wiederbeleben. So viel erstmal dazu. Ich will diese Fragen allerdings nicht beantworten. Die hätte KenFM beantworten sollen, und sein Gesprächspartner, aber da kam meines Wissens nichts. Das einzig Gute in dem Gespräch über Überbevölkerung war bei KenFM das Thema Bhutan, denn das ist natürlich ganz wichtig. Bhutan ist sozusagen eine primitive Variante des Konzeptes der zweiten Scientists of Future 2. Und da muss ich wieder suchen hier. Ich bin heute so... Da haben wir die Wohlfühlnoten, also in Bhutan, da laufen also irgendwelche Befrager rum, was natürlich für ein 80-Millionen-Land wie Deutschland natürlich völlig unrealistisch ist, so eine große Volksbefragung jedes Jahr zu machen, ja. Und die versuchen sozusagen das Wohlbefinden der Menschen und so weiter und verschiedene Zufriedenheiten, Unzufriedenheiten zu erfragen. Für große Staaten einfach viel zu aufwendig und auch zu unpräzise, denn wir müssen es einfach dem einzelnen Bürger überlassen, dass er sich in Zukunft überlegt, wie wohl habe ich mich jetzt zum Beispiel den letzten Monat gefühlt, oder auch dann zu erkennen, jetzt habe ich gerade Schmerzen, weil ich eine Krebserkrankung habe, also gebe ich natürlich jetzt momentan eine deutlich schlechtere Wohlfühlnote ab und so weiter. Diese Fähigkeit der Menschen reicht aus, um dann zu ganz klaren Ergebnissen zu kommen, welcher Geschäftsmann bekommt einen Gewinn ausgeschüttet sozusagen und welcher nicht. Und also sozusagen die Wohlfühlnoten jedes einzelnen Bürgers und die Gesundheitskosten verglichen mit der Gesundheitskostenerwartungskurve jedes einzelnen Bürgers müssen über die Gewinne und die Einnahmen jedes arbeitenden Menschen entscheiden. Und dann dient sozusagen als Freund jeder dem Nächsten. Jeder liebt dann seinen Nächsten tatsächlich, und es ist nicht mehr möglich, Gewinne durch Schädigung anderer Menschen und deren sauberer Umwelt zu erzeugen. Das ist ja das Grundprinzip. Also Bhutan aber ist deswegen wichtig, weil die immerhin versuchen, mit dem Begriff Protonationalglück etwas Ähnliches wie diese Wohlfühlnotenerhebung zu machen. Also Bhutan ist der wissenschaftlich nicht besonders fundierte Versuch, eben die soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus zu beenden. Ja, ja, der AfD-Irrglaube, dass sie Deutschland retten könnten. Also... das noch einmal deutlich zu machen: Die AfD ist der größte Fan sozusagen der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, und sie haben überhaupt kein Konzept, Deutschland wirklich zu retten, schon gar nicht Europa, weil sie ja Europa ja sowieso ablehnen.
Und das heißt also, all die Evolutionsverläufe, dass also jeder, der in der sozialen Marktwirtschaft einen Irrtum hat und irgendetwas Schädliches, aber Gewinnbringendes für die Bevölkerung erzeugt, Riesengewinne erzielt und wir deswegen eine Welt des Irrtums sind, in der die Wahrheit ausstirbt, weil sie nicht genügend wirtschaftlichen Umsatz macht, weil sie die Menschen nicht genügend schädigt und ihr Lebensglück nicht genügend schädigt, um maximale Konsumsucht zu erzeugen. Also da ist die AfD in ihrer Antiwissenschaftlichkeit eben sozusagen natürlich völlig ungeeignet. Zum Glück sind die großen Medien und die Journalisten doch im Moment sehr nachdenklich, ob wir wirklich die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus wirklich so belassen sollten oder ob wir das nicht besser beenden sollten. Und die sind da also viel vernünftiger und solche antiwissenschaftlichen Gebäude wie die AfD braucht kein Mensch sozusagen, ja. So, die Münchner Runde, das M in der Überschrift steht für die Münchner Runde. Professor Hans-Werner Sinn war geladen und eben Gesine Lötzsch von der Linken als prominenteste Verteiler. Aber der Elefant, der im Raum ist, der ist immer wieder der gleiche. Auch Professor Sinn ist nicht gebildet genug, um diesen Elefanten im Raum einmal anzusprechen. Also der Elefant, der im Raum steht, die ganze Zeit in dieser Münchner Runde ist, das ist wissenschaftlich, naturwissenschaftlich hundertprozentig bewiesen und logisch ist, dass es bei Menschen Bildungs- und Intelligenzunterschiede gibt. Sozusagen. Und dass eben manche der Diskussionsteilnehmer sagen, nee, es gibt keine Bildungs- und Intelligenzunterschiede und deswegen müssen alle gut versorgt werden und es ist alles kein Problem und so weiter. Ja? Also um das noch einmal deutlich zu machen, ja, also evolutionsbiologisch ist es so, dass alle Eigenschaften, Körpergröße, Körperbreite, alles ist großenteils genetisch festgelegt, kann natürlich durch Einflüsse während der Schwangerschaft, hormonelle Beeinflussung, stoffliche Beeinflussungen, chemische Beeinflussungen, ernährungsmäßige chemische Beeinflussung, alles ist möglich zu beeinflussen. Aber im Prinzip hat jedes Merkmal auch einen mehr oder weniger großen Anteil sozusagen bei den üblichen Beeinflussungen, die in der Umwelt geschehen, so an Toxinen, Hormonen in der Nahrung und so weiter. Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Menschen meistens doch noch so allermindestens 50% auf genetische Unterschiede zurückzuführen. Und unsere Mutation und Selektion, also die Mutation und die genetische Neukombination und Rekombination und so weiter, hat nichts anderes zum Ziele, als immer wieder bei den Kindern für neue Varianten zu produzieren. Also immer wieder läuft unser genetisches Material darauf hinaus, möglichst viel Bandbreite zu schaffen, also möglichst viel Unterschiedlichkeit, damit dann nämlich diese unterschiedlichen Varianten sich in unterschiedliche ökologische Nischen einfügen können, sozusagen. Und deswegen ist es in der Evolution immer so, dass überall Unterschiede erzeugt werden und die sind, und zwar genetische Unterschiede erzeugt werden. Das heißt, genetisch ständig, die Evolution produziert ständig Menschen mit einem kleineren Gehirn und mit einem größeren Gehirn, mit einem weniger leistungsfähigen Gehirn und mit einem höher leistungsfähigen Gehirn. Und das macht die Evolution immer so und von sich aus. Und darin sollten wir auch nicht eingreifen, weil das ist nun mal etwas, ein Prinzip in der Schaltung des gesamten Lebendigen, das sich eben ungeheuer bewährt hat und dazu führt, dass es eben zur optimalen Anpassung kommt. Und die sozusagen
die Unterstellung jetzt, also das Gute an der Gesine Lötsch und den Linken ist ja, dass sie irgendwo auch den Wunsch haben, eigentlich mal irgendwann die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus zu beenden. Dass sie aber naiverweise erstens auch nicht verstehen, wie gefährlich, das ist der Grundfehler von Marx schon gewesen, die Unterschätzung der Gefährlichkeit des Kapitalismus. Da gibt es ja viele andere Videos, wo das hier besprochen wird. Ja, dieser Aberglaube, nein, alle Menschen werden geboren mit einer gleichen und identischen Intelligenz. Und wenn dann einer klüger ist, dann ist er das nur durch mehr Bildung, durch ungleiche Chancengleichheit geworden und so weiter. Die naturwissenschaftlichen Daten liefern aber genau das gegenteilige Ergebnis. Alle Menschen werden mit genetisch unterschiedlichen Intelligenzmöglichkeiten geboren und natürlich kann man mit der Bildung ein bisschen daran rumschieben, ja, sozusagen dann am Ende die Klugheit sozusagen ein bisschen beeinflussen, die am Ende rauskommt. Aber im Prinzip können sie nicht aus einem zu kleinen Gehirn sozusagen Wunder herauspressen. Da nützt auch maximale Bildung nichts sozusagen. Das ist der Elefant, der im Raum steht, dass wenn wir uns nicht klar machen, dass wir gucken müssen, ob wir in einem Staat oder in ganz Europa, egal wie wir denken, ob wir da einfach sehr viele Kinder haben, die ein sehr leistungsfähiges Gehirn haben, oder ob wir sehr viele Kinder haben, die ein gering leistungsfähiges Gehirn haben. Also wenn wir viele Kinder haben, die ein gering leistungsfähiges Gehirn haben, dann verschieben wir ja die Glocke der Normalverteilung nach links Richtung Dummheit, ja? Und Unfähigkeit. Und wenn wir sehr viele Kinder hier haben, und so macht das ja normalerweise die Evolution sorgt ja normalerweise über Mutation und Selektion überall in der Natur dafür. Und die Frage ist, ob wir meinen sollten, dass wir klüger als die Natur sein sollten. Also in der Natur ist es ja so, dass nur die leistungsfähigsten innerhalb einer Gruppe tatsächlich auch die meisten Kinder hinterlassen und die weniger leistungsfähigen tatsächlich auch keinerlei Kinder hinterlassen oder ganz wenige und so weiter und dadurch aussterben und dadurch bewegt sich in der Natur die Normalverteilungsglocke wie eine Wanderdüne immer weiter nach rechts, also immer weiter in Richtung der höheren Leistungsfähigkeit von Organismen. Und da das alle gleichermaßen machen, ist immer weltweit ein Wettbewerb. Also die Chinesen zum Beispiel haben, glaube ich, im Moment keine so starke Tendenz, dass sie nun ihre unfähigsten sehr viele Kinder bekommen lassen und ihre fähigsten keine Kinder bekommen lassen, sondern die Asiaten und Chinesen haben solche Fehlentwicklungen weniger als wir. Und dadurch kann es sein, dass deren Wanderdüne schneller wandert. Und deswegen hat wahrscheinlich Professor Sinn recht, wenn er an anderer Stelle erwähnt, dass ja Europa auf dem absterbenden Ast ist. Und denn, da wir hier keine Kinder haben oder zu wenig Kinder haben, kann ja die Wanderdüne nicht schnell genug nach rechts genug wandern und wir verlieren unsere Konkurrenzfähigkeit, da wir ja kein Erdöl haben, so, das wir nur verkaufen bräuchten, sondern da unsere einzige Ressource unsere Gehirne sind, ist es natürlich katastrophal, dass dieser Elefant im Raum steht, nämlich dass alle gleich klug seien und dass wir uns keine Gedanken machen müssten, wie wir Bevölkerungspolitik betreiben, ja? Und jetzt die zur Rente. Nämlich Professor Sinn deutet ganz realistisch an, dass wir natürlich gucken müssen, ja, dass also viele, gerade sehr gebildete Menschen, gar keine Kinder hinterlassen haben. Und das liegt eben auch daran, dass wir,
weder ein Belohnungssystem für Kinder bekommen haben, sondern eher ein Bestrafungssystem, sodass also gebildete Menschen natürlich diese Bestrafung fürs Kinderkriegen sehr schnell erfassen sozusagen und dann erkennen, nee, also im Moment lebt sich's besser, wenn ich auf den Stress mit den Kindern verzichte. Kinder können sicherlich auch Spaß machen, aber in unserer Gesellschaft machen sie eben in der sozialen Marktwirtschaft, werden Kinder auch oft zum Stressfaktor, ja, weil das ja auch eine unnatürliche Umwelt ist, die soziale Marktwirtschaft sozusagen. Und er deutet aber richtig an, ja, der deutet etwas an, was natürlich in Perfektion nur die zweiten Scientists, einige der zweiten Scientists for Future 2 vorschlagen, nämlich dass jede Mutter sozusagen ab dem Moment, ab dem ihre Kinder ins Arbeitsleben eintreten und zum ersten Mal Steuern zahlen. Ab dem Moment bekommt also jede Mutter eine vorgezogene Mütterrente, die analog ist zu der Steuerleistung des Kindes. Also kurz gesagt, von der Steuerleistung jedes Kindes wird ein gewisser Prozentsatz abgezogen und an die Mutter gegeben. Ich glaube, an die Väter müssen wir da nicht denken. Die haben ja im Durchschnitt sowieso ein größeres Einkommen. Also wir müssen sowieso mehr für die Mütter tun, sozusagen. Also das heißt, dass dann in dem Moment eine gebildete Mutter, ich habe ja in den anderen Videos schon geschildert, dass auch die Mütter ab dem Moment, wo sie kein Kind bekommen, steuerfrei gestellt werden. Das heißt, wenn ich also eine gebildete Mutter, eine qualifizierte Fachkraft in der Wirtschaft sozusagen habe und die dann also bis zu 100% steuerfrei gestellt wird, sobald sie ein Baby bekommt und ihr Baby ganz komfortabel und fürstlich, ich will nicht alle Details wiederholen, ich will nicht all die anderen Videos wiederholen, ja. Wenn sie also dann wieder richtig Spaß daran hat, mehrere Kinder zu bekommen, sozusagen, dann sozusagen und der Unternehmer dafür mit allem entschädigt wird, sodass der Unternehmer keine Tendenz hat, etwas gegen das Baby in der Firma zu haben, sozusagen. Und in dem Moment sozusagen, und wenn dann die Mutter sozusagen älter wird und sie sich viel Mühe gegeben hat, dass dieses Kind wirklich bestmöglich ausgebildet wird und erzogen wird und so weiter, und wir dann einen anständigen, nützlichen Bürger in der Gesellschaft haben sozusagen, dann kriegt sie, sobald das Kind anfängt, Steuer zu zahlen, kriegt sie diese vorgezogenen Mütterrentenzuschlag zusätzlich zu ihrer späteren sonstigen Rente. Und das ist ein Weg, wie man eben dafür sorgen kann, dass wir wieder Kinder bekommen. Denn die Alternative ist natürlich die, die auch angesprochen wurde, nämlich dass wir sozusagen in aller Welt sozusagen die klügsten Kräfte versuchen zu locken, nach Deutschland zu kommen, sodass wir dann deren Intelligenz und Fähigkeit nach Deutschland bekommen. Das Problem ist nur, dass die anderen Länder dann intelligenzmäßig verarmen und auch wirtschaftlich verarmen, weil wir ja dann die klügsten Leute haben. Und dann ist die Frage, Deutschland ist kein attraktives Land mehr, dadurch, dass Europa und Deutschland schon auf dem absteigenden Ast sind, gehen kluge und intelligente Menschen lieber in andere Länder als nach Deutschland. Also wir kriegen schon gar nicht mehr die Besten. Und wir müssten ja dafür sorgen, dass die Besten hierher kommen und Kinder bekommen und so weiter. Und auch bei denen ist sicherlich das Problem nicht, dass wir haben, dass wenn diese Besten zu uns kommen, die überwiegend benehmen, die sich auch total anständig sozusagen. Und ich glaube, damit hätten wir dann auch, da hätten wir nicht das Problem, was wir mit manchen haben, die sich asozial benehmen und also aus anderen Ländern kommen und sich asozial benehmen, was natürlich sehr nervig und sehr störend ist, das verstehe ich auch. Aber gerade die Fähigsten, wenn die Fähigsten nach Deutschland kommen, die werden sich immer angepasst und anständig benehmen, weil sie immer wissen, dass sie irgendwo auch Gast sind und dass sie sich dann natürlich maximal integrieren sozusagen. Aber
auf Dauer kann doch dieser Brain Drain, wird es, glaube ich, genannt, also dieses aus den anderen Ländern die Klügsten abziehen und sie nach Deutschland holen und nach in Deutschland Kinder kriegen lassen, das kann doch keine Strategie sein. Wir müssen doch so, wie Professor Sinn das andeutet, der ja nicht alles fa falsch sieht, natürlich müssen wir sozusagen die Mütter dafür belohnen, wenn sie als gebildete Frauen Kinder am Arbeitsplatz großziehen und stillen und so weiter und müssen das mit in jeder Hinsicht unterstützen, denn wir können ja nicht erwarten und darauf spekulieren, dass die ganze Welt bereit ist, uns ihre klügsten Köpfe zu schicken, ihre größten Genies, die dann bei unsere Bevölkerung auffrischen sozusagen. Ja, dann ja, dann noch einmal der Elefant im Raum, ja? Die Naivlinken in der Münchner Runde gehen also davon aus, dadurch, dass alle ja gleich klug sind und gleich fähig sind und alle ja total fähig sind und so weiter, dadurch verdienen sie natürlich alle ein tolles Einkommen und eine tolle Rente. Verdienen, durch was denn? Ja? Denn das Einkommen korreliert doch fast Richtung 1 gehend, mit einer fast 1er Korrelation, mit der Klugheit, mit der Gehirngröße, mit der Gehirnleistungsfähigkeit. Also das heißt, wer halt nun mal ein leistungsschwaches Gehirn hat, ist schwierig, der gerade mal es schafft, einen Putzlumpen sozusagen mit dem Besenstiel von links nach rechts zu schwenken, der wird nicht mehr erreichen, als einen einfachen Putzjob ausfüllen zu können. Und das können viele und dafür wird wenig Gehalt gezahlt in der Marktwirtschaft, unter Marktbedingungen sozusagen. Und ein anderer, der ein kompliziertes zum Beispiel Smartphone entwickeln kann, wie Steve Jobs von Apple, der kann natürlich damit ein Millioneneinkommen erzielen, sozusagen, weil seine Arbeitsstunde mehr produziert und mehr erwirtschaftet, sozusagen. Und solche Unterschiede, das heißt also, die Klugheit der Bevölkerung entscheidet über das Einkommen. Und das berücksichtigen all diese Antiwissenschaftler ja nicht. Ja? Das sind also alles Gegner der Naturwissenschaft. Also das Gute bei Gesine Rüsch, um das nochmal zu loben, ist, die will auch den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft beenden. Aber es geht doch nicht, indem man mit Anti-Naturwissenschaft wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Gedanken sozusagen vorgeht und eigentlich nur so ein bisschen, nehmen wir doch mal schnell was weg von den Reicheren. Ja? Also die Frage ist, Professor Sinn deutet das natürlich richtig an, einfach umverteilen kostet eventuell Arbeitsplätze. Natürlich kann ich doch nur eine Sache so weit ausreizen. Also jede Sozialstaatlichkeit kann doch nur so weit gehen, bis ich die leistungsfähigen Leute der Gesellschaft, die Unternehmer, die Arbeitsplätze stellen und so weiter, bis ich die so nerve, dass sie einfach ihr vieles Geld dafür benutzen, einfach in ein anderes Land zu gehen und dabei eventuell gleich ihre Arbeitsplätze mitzunehmen. Nur so weit darf ich das doch ausreizen. Ich darf nur erinnern an bei den Affen zum Beispiel, wenn die Affen eine gemeinsame Aktion unternehmen. Leider gibt es sogar bei den gemeinen Schimpansen, die sowieso rabiat sind, die gehen ja sogar auf regelmäßige Jagd nach anderen Affen zum Beispiel, ja. Und wenn dann jemand solch eine Unternehmung, ein Unternehmen anführt, weil er der Kompetenteste ist und die anderen mitlaufen und mitarbeiten und als Mitarbeiter sich andienen, dann ist es klar natürlich, dass der Unternehmer am Ende vom Fleisch auch ein bisschen größeren Teil bekommt, weil die anderen natürlich anerkennen, dass sie nicht so fähig gewesen wären, diese Jagd so effizient zu lenken wie der Beste von ihnen, ja, der Talent. Der klügste von ihnen. Ja, also und so ist ja eigentlich ein Unternehmen eine solche Affenmannschaft. Ja, wir sind ja der dritte Schimpanse, naturwissenschaftlich gesehen, und eine solche Affenmannschaft ist natürlich da ganz klar. Und natürlich müssen wir darauf sehen, dass wir von dem
fähigsten natürlich nur so viel Fleisch wegnehmen können, dass er nicht die Lust verliert, unseren Arbeitstrupp, unseren Unternehmen, unsere gemeinsame Unternehmung überhaupt noch anzuführen. Ja? Und das ist das Gleiche wie bei den Schimpansen. Da hat eine Studie gezeigt, dass also Schimpansen sehr schnell die Kooperation wieder aufgeben, weil dann, wenn zwei Schimpansen miteinander kooperieren, dann neigt der Dominantere und körperlich Stärkere dazu, am Ende beide Bananen zu essen und dem anderen nichts abzugeben. Und dadurch sozusagen verliert natürlich der andere die Lust, überhaupt noch zu kooperieren. Also das heißt, wenn ich einem Unternehmer seinen unternehmerischen Anteil am Gesamtgewinn wegnehme, weil ich ja alles beschimpfe als Ausbeutung und Mehrwertabschöpfung und so weiter und ihm einen zu großen Anteil wegnehme als Sozialstaatsleistung sozusagen, dann verliert er einfach die Lust an der Kooperation und geht woanders hin, wo er sich wohler fühlt bei der Kooperation. Und wir können natürlich die Sozialleistung so lange hochfahren, wie die ganzen Unternehmer nicht abwandern und neue hochintelligente Unternehmer aus dem Ausland, die also neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen sozusagen, nicht die Lust an der Zuwanderung verlieren sozusagen. Ja, und dieser Anspruch, dieses Anspruchsdenken, ja, also auch wenn wir in Deutschland mittlerweile also ein Übergewicht an ungebildeten und unfähigen Menschen und genetisch wenig intelligenten Menschen und so weiter haben, haben wir trotzdem den Anspruch, dass es uns zwangsläufig unbedingt besser gehen müsse als den Afrikanern sozusagen, obwohl wir mittlerweile auf unsere Produktivität, unsere Leistungsfähigkeit sich sehr stark den Afrikanern mittlerweile annähert sozusagen. Wobei ich dazu andeuten muss, natürlich gibt es in Afrika sicherlich auch viele, viele hochintelligente Menschen, aber ich glaube schon, dass der kleine Unterschied, den die europäische Zivilisation killermäßig hatte, also in ihrer Waffenproduktion hatte, dass die natürlich dazu geführt hat, dass wir in Afrika natürlich mit Waffengewalt auch deren Struktur sozusagen zerstört haben, viele Sklaven abtransportiert haben, deren verhindert haben, dass die auch einen wirtschaftlichen Aufbau hatten und so weiter. Also soll jetzt nicht so verstanden werden, als ob ich denken würde, dass generell Afrikaner leistungsschwächere Gehirne hätten als Europäer. Das stimmt sicherlich nicht. Denn wir sind ja auch, alle Europäer stammen ja aus Afrika, also wir haben sicherlich, aber irgendwo muss die Evolution einen Verlauf genommen haben, dass im Rahmen der kranken sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus wird eben sehr viel Wert auf Waffenproduktion gelegt und auf das Töten anderer Menschen und da haben wir natürlich die Afrikaner auch sehr stark geschädigt und deswegen haben die Afrikaner eine so schwache Wirtschaft sozusagen. Aber dieses Anspruchsdenken, dass wir eine Bevölkerungspolitik machen, die also quasi die gebildeten Menschen bestraft hat, wenn sie Kinder bekommen haben und eher die Ungebildeten belohnt hat, wenn sie Kinder bekommen haben, das hat natürlich die gesamte Normalverteilung nach links verschoben, also Richtung Dummheit. Und dass diese dann, also die dümmer gewordene Bevölkerung darauf meint, sie hätte einen unendlichen Anspruch darauf, also eine Anspruchshaltung zu Recht darauf, dass es ihnen immer gut und dass sie immer reich bleiben müssten, das ist eine Illusion. Ja? Also wir in dem Moment, wo wir
sozusagen zu wenig Kinder von den Gebildeten und Klugen und Intelligenten haben und zu viele Kinder von den Ungebildeten, Klugen, Unfähigen sozusagen haben. In dem Moment werden wir unfähiger, verlieren im Weltmarkt. Die anderen Normalverteilungen, die hier sozusagen im Wettbewerb mit uns rennen, rennen schneller. Und natürlich gehen wir dann kaputt und müssen uns später dann von einem Euro pro Tag ernähren oder so. Ja? Das kommt auf uns zu. Wir sind auf die soziale Marktwirtschaft in Europa. Der Kapitalismus ist auf dem besten Wege, genau das zu erreichen. Und deswegen müssen wir ja die soziale Marktwirtschaft beenden, damit wir diesen 500 Milliarden volkswirtschaftlichen Gewinn haben und dass wir endlich wieder unsere fähigen, klugen Mütter, also klugen Frauen belohnen, wenn sie wieder ein paar Kinder bekommen, sozusagen. Ja. So, ja, aber das war's für heute. Also man kann sagen, all der Grundfehler all derer, die ich heute wieder angesprochen habe, es geht sogar auch trotz seiner vielen klugen Gedanken, gilt das auch für Professor Sinn, ist, dass sie allesamt kreationistisch pseudowissenschaftlich drauf sind, weil sie alle noch nicht, wenn sie argumentieren, die Evolutionsprozesse einbeziehen. Wie verlaufen Mutation und Selektion im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus zum Schaden aller Beteiligten? Und wie muss deswegen die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus wissenschaftlich vernünftig, evolutionsbiologisch vernünftig beendet werden, damit wir alle ein positives Ergebnis haben? Ja, das war's für heute. Das alles andere, was sonst so war, ist bedeutungslos, wenn es um die Zukunft und Rettung Europas geht. Die anderen Nachrichten können Sie vergessen, sozusagen. Hier bringen wir immer nur das, was wirklich wichtig ist. Tschüssi.